Verstärkung halten. Noch einer für Käfer. Wenn man das Wort Schlachtensimulation hört, denkt man zuerst an ein Taktikspiel, in dem man große Truppen über den Bildschirm bewegen muss. In Battle Engine Aquila wird zwar auch eine Schlacht simuliert, aber er greift nicht als Befehlshaber ins Geschehen ein. Als Pilot eines mächtigen Battlemechs seid ihr mittendrin im Geschehen und müsst den Weg für eure zahlenmäßig unterlegenen Verbündeten freiballern. Euer Mech kann fliegen und laufen. Hier sehen wir den Laufmodus. In beiden Modi habt ihr unterschiedliche Waffen. Ich benutze gerade die Pulskanone. Links unten über dem Radar ist die Aufladeanzeige. Rechts seht ihr, wie überhitzt die Waffe ist. Aber ich gehe jetzt erstmal mit schwereren Geschützen zu Werke, dem Granatwerfer. Auf dem Radar links seht ihr rote und blaue Punkte. Die blauen sind eure Kameraden, die roten die Feinde. Gelbe Punkte markieren eure Missionsziele, sind aber gerade keine da. Es geht wirklich im Moment nur darum, die Gegner platt zu machen. Das Spiel erscheint übrigens für PS2 und Xbox. Hier, wie auch schon in der Szene zuvor, haben wir die PS2-Version. Ist optisch ein Tick schwächer als auf der Xbox und ruckelt ab und zu mal, ist aber ansonsten sehr gut gelungen. Schöne Lichteffekte. Hier jetzt zum Vergleich mal die Xbox-Version. Ihr seht, die Landschaft ist ein bisschen detaillierter, außerdem läuft es sehr flüssig. Ups, meine Panzerung sieht nicht mehr so gut aus, also ab zum Reparaturplatz. Da vorne ist er, das runde Ding. Hier wird euer Mech repariert und gleichzeitig der Munitionsvorrat aufgefrischt. Jetzt geht's ab in die Luft. Am linken Rand des mittleren Kreises befindet sich so eine blaue Anzeige. Ihr könnt nur so lange fliegen, wie ihr Energie habt. Ist sie leer, müsst ihr kurz landen, damit sie sich wieder auflädt. Ihr solltet also zusehen, dass ihr nicht gerade in höchster Höhe seid, wenn der Energievorrat erschöpft ist. So, zum Abschluss zeige ich euch noch den Zwei-Spieler-Modus. Es gibt drei Optionen. Kooperationsmodus, in dem ihr Missionen zu zweit erledigen könnt, miteinander. Deathmatch mit und ohne Truppen. Hier zeigen wir euch den Deathmatch-Modus mit Truppen. Es geht darum, das Hauptquartier des anderen zu zerstören. Ja, und mit diesen Bildern gebe ich zurück ins GamePro-DVD-Menü.